Hallo, herzlich willkommen auf Marius Channel. So, heute mal kein TikTok-Erdbeer-Video, sondern hier habe ich Himbeeren. Meine Tochter ist gerade eben gekommen und hat gesagt, sie hat ein Holzstück gefunden da drin. Und das war jetzt gerade der Rest von der Tüte. Da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal das alles durch, ob da noch sonst was drin ist. Jedenfalls ist das gekauft worden beim Discounter. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Und wir werden das jetzt mal durchschauen. So, dann haben wir hier schon das erste, das kann ja wohl nicht sein. Hier, seht ihr? Das scheint ein Blatt zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber es scheint, weil es ist runtergefallen. Hier ist es. Oh, hier war es das. Hier ist auch wieder ein Holz. Seht ihr? Das ist ein Holzstück. Das kann ja nicht sein, oder? Das ist wirklich ein Holzstück. Das lege ich jetzt mal raus. So, da ist wieder was. Das kann man ganz klar erkennen. Und das kann ja wohl nicht sein, oder? Dass ich sowas kaufen muss. Ich mache es jetzt alles mal hier aufs Küchentuch drauf. So, dann haben wir hier. Das kann man jetzt genau definieren, was das ist. Da ist auch irgendwas dran. Könnt ihr sehen? Ich denke, man kann es sehen. Da ist auch irgendwas dran. Also, jetzt gehen wir mal weiter. Hier ist schon wieder was. Eine Meeressache. Hier ist ein Stück. Was das jetzt ist, das ist ein bisschen klein. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Aber ich mache es jetzt mal schon raus. Mit Haare dran, irgendwas. Da hier ein Blatt oder sowas. Das seht ihr ja, was das ist. Könnte auch ein Flügel sein von einer Mücke. Also appetitlich ist es ja jetzt nicht hier. Hier sind mehrere kleine, ich sag mal, Haare oder das könnte auch Same sein. Also da, die haben ja solche Same. Also da will ich jetzt nichts drüber sagen. Jedenfalls gucke ich mal den Rest von der Tüte noch durch. Also hier ist schon wieder was. Und es kann aber nicht sein, dass da Holz drin ist. Wie gesagt, ich habe jetzt Holz gefunden. Und ich werde jetzt alle meine Sachen untersuchen. Da, guck mal, was das ist wieder. Da ist wieder was. Das lege ich jetzt mal dahin. Und das kann ja, das darf ja wohl nicht sein. Dass da so, da ist wieder was. Seht ihr? Das hole ich auch raus. Ich mache es hier auf ein weißes Küchentuch drauf. Da könnt ihr schön sehen, was das alles ist. Also normalerweise müsste ich jetzt... Oh, da schon wieder. Normalerweise müsste ich jetzt hier in den Discounter gehen, müsste es reklamieren. Es kann nicht sein, dass da solche Sachen drin sind. Das kann überhaupt gar nicht sein. Und hier seht ihr dann schon wieder. Hier ist schon wieder was. Da ist wieder was. Das sieht auch nicht so schön aus. Was es jetzt dann ist, kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls ist es kein Korn oder irgendwas. Also ist schon Wahnsinn. Das ist jetzt noch nicht mal eine Tüte voll, was ich da raushole. Und da ist schon wieder irgendwas. So, also ich habe das mal grob schnell durchgeschaut. Ein Stück großes Holz war also drin. Meine Tochter hat dasselbe gehabt. Auch ein großes Stück, das ist schon wieder ein Stück. Das ist alles hier drin. Deswegen habe ich das jetzt auch mal im Video festgehalten. Weil solche Sachen wie Holz oder so sollte eigentlich nicht drin sein. Diese Blätter und so, das weiß ich nicht, ob das muss rein oder nicht. Das ist keine Ahnung. Ja, ich zeig's euch jetzt mal, stell das mal neben hin. Da könnt ihr mal genau sehen, was da jetzt alles für ein Mist drin war. Ja, einige Sachen, was da drin ist, da auch wieder. Schaut's euch an. Frucht mache ich mal neben hin. Also hier ist es schon, also für mich ist es schon eklig. Ich möchte es jetzt nicht mehr essen. Ich finde einfach, das darf nicht drin sein. So, ich habe es jetzt nochmal wiederholt. Ich habe die Kamerastellung war ein bisschen schlecht. Also das habe ich jetzt alles hier rausgeholt. Ja.
Und wie ihr seht, einmal, was schon ziemlich eklig ist, zweimal, dann haben wir hier Blätter, was weiß ich, was das ist. Aber hier, das sieht mal aus wie ein Flügel von einer Mücke. Weiß ich aber nicht ganz genau. Oder Blätter, könnte Blätter sein auch. Und wie gesagt, das sieht ja auch nicht so schön aus, was da dran ist. Das könnte sogar ein kleiner Wurm sein. Ich weiß es nicht. Es sieht nicht besonders appetiterregend aus hier. Und wie gesagt, hier ein großes Stück Holz. Also das darf ja bestimmt nicht sein. Da könnte man sich eventuell sogar die Zähne noch ausbeißen mit. Also, so, dann, das war mal alles drin. Wir können noch mal kurz durchgehen. Ich habe hier falsche Kameraeinstellung gehabt. Und, ja. Also, ich habe ziemlich alles aussortiert. Also, wie gesagt, das war jetzt der Rest von den Beeren. Meine Tochter ist gekommen und gesagt, guck mal, Papa, was ist das? Und dann habe ich gesagt, okay, gib mal die Tüte her. Dann machen wir mal gleich ein Video von. Und da sieht man schon wieder, das ist schon wieder was. Seht ihr? Da. Seht ihr? Da ist schon wieder ein Blatt oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das da drin muss sein. Jedenfalls fällt mir das nicht so. Gut, also, wie gesagt, nicht appetiterregend. Na, ich habe da gerade noch was entdeckt. Na, schaut mal her. Ich weiß ja nicht, wie die kontrolliert werden. Normalerweise dürfte ja sowas, was jetzt da drin ist, seht ihr, dürfte eigentlich gar nicht da drin sein. Ich habe es jetzt da mal hingemacht. Da ist schon wieder sowas Komisches drin. Hier habe ich es hingemacht. Anscheinend werden die gar nicht innen kontrolliert. Sonst wäre sowas auch gar nicht drin. Da scheint auch irgend so ein kleiner Wurm zu sein oder sowas. Da weiß man nicht, was das ist. Na gut, so sieht's aus. Habt mal Acht, wenn ihr wieder gefrorene Früchte kauft, ob ihr aber da was findet. Also ich bin jetzt da fündig geworden. Viele kleine Sachen. Das nur von ein paar Gramm. Das war jetzt nicht eine ganze Tüte voll. Und ich bin mir sicher, wenn ihr eine ganze Tüte voll holt, dass da noch viel, viel mehr drin ist. Das schaut euch an, wie das aussieht. Das kann ja nicht sein, oder? So, nochmal ganz kurz zum Holz zu kommen. Ich sage jetzt mal Holz dazu. Ich habe das jetzt mal auseinandergebrochen. Und das ist ähnlich wie Kork. Also es ist mehr korkig wie Holz. Seht ihr? Es geht ganz leicht auseinander. Es ist so wie Kork, irgend sowas. Das ist schon komisch. Weil was es jetzt dann ganz genau ist, kann ich euch nicht sagen, was da für ein Mist gebaut wird. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten kleinen Video. Euer Marius.